Hätten wir auch, wenn wir so ein bisschen mehr davon hätten. Mit den Chars haben wir ja wohl was. Gibt aber auch so irgendwo zwischendurch gibt's so ein Schmuckteil mit 700 Ausdauer. Schon im Questgebiet. Irgendeine Insel oder was, oder so. Weiß nicht, ob das ein paar Leute einfach drin haben. Ich kann mir vorstellen. Das Problem ist, die Runde ist gelaufen. Ich hoffe nur nicht, dass sie gleich den Friedhof sehen. Ey, da hab ich keinen Bock drauf. Ich sehe dich da hinten. Ja, ich versuche gerade den Flagträger zu unterstützen. Ja, ein 191k Schurke. Ist der dumm oder so? Ich kann leider. 191k Schurke ist ja wohl ein Witz. Würde ich am liebsten eben sterben lassen. Nicht dumm machen, aber. Leute, Bitch. Friedhof der Gärten. Zurückgeführt, natürlich genau in die geilste Richtung, Alter. Schön komplett weg. Oh, ist das herrlich. Ich gebe dir gleich nochmal 4 Zauberschutz. Summe ist, wie kann eine Zahnfee, Alter? Wie, der läuft, wo läuft der hin? Will er die direkt zum Dingscamp animieren oder was? Hat der übelste Assi-Decay denn wieder? Klar, krieg die auch immer. Ich hasse, ey, man macht Zauber und die. Weißt du, ey. Die alles am Priester sowieso alles verpufft. Ich hasse das inzwischen. Ich kann die Kassen wie blöder, das interessiert keinen Menschen. So, ich hoffe, das ändert sich auf 90 wieder. Krass ist halt, wie gesagt, Blood Decay ist auch eins im One-on-One schwersten besiegbaren Klassen überhaupt. Ich glaube, kann man auch gar nicht besiegen. Es ist verdammt, das ist unglaublich schwer. Erstens kann er dich die ganze Zeit ranziehen, kann die ganze Zeit Frostketten machen, wodurch du übelst krass betäubt bist. Ich hab's ja gespielt, Blood Decay. Ich war im One-on-One, war ich immer der Überlegene. In jedem verfickten Fall. Ah ja. Und sobald ein Heiler dabei ist, dann sagst du nur noch, Let's Dance. Ja, die Flagge ist fallen gelassen worden. Das sind Opfer, Alter. Klar. Ja, 100k-Schuld. Wenn man mit 190.000 Leben auf die Flagge nehmen, Alter, dann muss man auch schon richtig bescheuert sein. Als Leder. Als wären wir hier noch abgefahren. Ah, das ist natürlich wieder eine bittere Niederlage. Schade, ey. Ich hab mich ja nicht auf Warzone gefreut. Ja, ich auch. Aber hier kannst du jetzt echt nicht viel machen. Wir sind Runden. Wir sind eine Menge, Oh, das Bittere, was ich einfach hasse die ganze Zeit. Stille, 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 Stille. Frag mich aber auch, wo sind die anderen Klassen, Alter? Wo sind die anderen Klassen? Und spielt nur noch gegen DKs, Alter. Ja, das war ja früher noch mal schlimmer. DK, du weißt doch, wo Blood Decay so Priester so überpowered war. Da habe ich den ja gespielt, wo Blood Decay halt so überpowered war, dass er halt, wenn er Schaden gekriegt hat, hat er ja mehr Schaden gemacht. Und hat sich dabei noch mit dem stärksten Schlag, den er machte, geheilt. Aber ich sag ja nur, hier Allies. Von 10 Leuten sind 3 DK und 4 sind Priester. Und Priester sind momentan als Healer auch richtig pervers. Ja, aber die sollen in Arena nicht so gut sein, hab ich gesagt. Ja, das kann sein, aber. Dass mit sie halt schnell ganzen, Mana umgehen. Das kann sein, aber dieses ganze, ja, was ist die ganzen los? Schilde, die sind das so niedrig, Alter. Das ist klar. Wo man noch gar keinen richtigen Überblick hat, wie viel der noch aushält und so, weißt du? Allein dieses, Geistschilde, die da durch eine Million aus so viel ist. Also mit den Millionen, 300.000 oder so. Dieses extra Schild noch, ne? Ja. Was ich halt auflade mit meinen Cars. Das ist halt nice. Ach ja. Aber andererseits, ja, ist halt jede Klasse halt im Moment halt sein Ding. Das ist ja sowieso. Ich meine nur, weil es ist schon auffällig, dass inzwischen sehr viele Priester immer da sind und sehr viele DKs. Ja. Auf Hordenseite ist es tatsächlich anders. Aber jetzt jedenfalls. Auf Horde ist aber ja schon immer, finde ich, diese individuelle Klasse. Individuelle Seite, ja. Das ja, Spiel echt. Das glaub, gespielt hat, was die immer gespielt haben oder was, wo die halt gerade Bock drauf haben oder so. Ja. Das ist ja bei Ali wird ja tatsächlich immer gefragt, welche Klasse macht gerade am meisten Damage? Welche Klasse kann gerade am besten healen? Und dann spielen die das. Ganz klar. Da spielen die dann. Stur durch. Oh, dass sie jetzt echt nochmal die Flagge aufnehmen. Ich bin da immer für so ein Come Bitch, please. Wir müssen schon auf die Karte gucken, wo die rote Flagge ist. Willst du jetzt ein 470
Blutdick 470k. Also 1000 Leben Blutdecay. Viel Spaß, Alter. Ja, ja, und vor allen Dingen sagt er ja, dieser Kascha mit 246k, da müsst ihr defen. Ah, das Dumme ist, der ist hier in der Base mit unserer Flagge. Ich denke mal, Rockia ist wieder vorne. Ne, Zahnfee. Von mir aus können wir was starten, aber... Ja. What the fuck? Ah, das ist krass, ist der Typ, der macht das schon fertig. Die sind ja... Zahnfee ist halt gegen den Decay noch wirkungsloser als jeder andere, Alter. So, machen wir ein bisschen Action, aber weißt du, der Priester absorbiert 4-5 Zauber von mir, bis er dann wieder ein neues Schild hat. Ich habe 0 Damage gemacht, obwohl ich jetzt 4-5 Zauber rausgehauen habe. Und an dem Punkt hast du keinen Bock mehr. Also ich hab ihm noch nichts abgezogen. Immer noch. Es verpufft einfach alles. Jetzt kommt der Decay und will mich stressen. Boah, jetzt bin ich vielleicht gleich tot. Und, ja, lass, Alter, bitte drück jetzt nicht. Ja, er wird da reingefiert, oder was? Ja. Ah, das war jetzt echt, da konnte nix machen, Alter. Echt geil, dass keiner kam. Katschler wollte Death. Was will er denn jetzt, Alter? Die werden hier tatsächlich instant angegriffen von der Schlange. Bitch, please. Boah, ich hab Bock, mich mal eine Runde für ein BG Shadow zu skillen. Einfach um eine Runde mal zu chillen. Kann auch mal healen. Ich skill mich. Ich hab ja keine Ahnung, wie man Shadow spielt im BG. Muss ich auch noch unbedingt mal nachgucken. Dann müsste ich aber hier Dings noch machen: Lehrenverschiebung. Warte, ich hau mir mal hier meine andere rein. Ich glaube, ich mache mir mal eine Hier-Skillung. Ist eigentlich auch mal nice. Weil, Dings bringt mir jetzt gar nichts. Ich glaube, ich mache einfach so. Ah, oh, nö, das ist schon Wildheit. Kacke. Da muss ich nochmal zum... Ich mach einfach diesen Gedankenstachel, scheiß. So. Egal, glaube ich. Okay. So mache ich einfach irgendwie und dann mache ich einfach irgendwie. Ich muss erstmal anmelden jetzt. Ich mache einfach die ganze Zeit Gedankenstachel. Und dann mache ich Gedankenschlag. Hast du jetzt inzwischen dein Interface da vergeilert? Wie? Ich habe die Gruppe, lasse ich jetzt manchmal anzeigen, aber sonst habe ich nichts vergeilert. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Sü! Was ist das denn, Alter? Dass ich hier als Shadow Priest verzweifeltes Gebet hab. Halt den Zauber denn sofort um 30% seiner gesamten Gesundheit. Ja, das haben ja fast alle jetzt, so ein Ding. Hab ich auch, könnte ich auch mir eine reinmachen. Total bescheuert. Wozu? Wotau. Haha. Typhoon. Wie wieder in deine Oculus-Gestalt. Ich weiß auch nicht, warum ich Feenschwarm genommen hab. Ich weiß es auch nicht. Obwohl, ja doch, Bewegungstempo minus 50% beim Gegner. Aber Massenumschlingung ist eigentlich der richtig geile Zauber. Seele des Waldes. Auch nicht schlecht. Inkarnation, Ursatz Vortex, ja. Jo. Hast du wieder deine Muschi-Gestalt? Ja, hier, geh mal up. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu der Pyramide von Tutanchamun. Die ist nämlich direkt da vorne. Geil. Darf man da Fotos machen? Nee, da darf man keine Fotos machen. Doch von außen natürlich. Ich habe ja in Ägypten auf der Pyramide gesessen. Herrliche Scheiße. Darf ich auch die Mumie fotografieren? Eigentlich krass, dass die ein Grabmal... einfach für einen Menschen gebaut haben. Viele sagen ja auch, dass das alles nur Fake ist. Was? Die Pyramiden. Was sind ja da? Ich war ja da. Nein, dass die halt nachgebaut worden sind. Weißt du, was ich meine? Ja klar, aber dann kannst du alles anzweifeln. Ja, ja.
Aber ich meine, ist realistisch. Dann kannst du auch sagen, dass es Jesus nicht gab. Also. Ach, stimmt. Dann kannst du auch sagen, dass es Gott nicht gibt, ne, weißt du? Gewagte These. Das stimmt, ist sehr gewagt, ja. Eventuell wird er dich direkt töten jetzt. Gott, wenn es dich nicht, nee, wenn es dich gibt, schicke einen Blitz auf mich. Bzzzt, bzzzt. Ja, das war's jetzt mit Pelon, Leute. Er hat den Allmächtigen herausgefordert. Ich springe hier ab, der ist tot. Hier, der ist offline. Tja, gut. Ach, Gott hat mich wiederbelebt. Nice. Er hat nochmal Gnade walten lassen. Hast du jetzt Stromfähigkeit? Ich war aber kurz tot. Und ich bin jetzt Iron Man. Oh, hab ich nicht einfach eine Superkraft? Pure Blasphemie. Scheiße, an den Schandhaken mit dir. An den Marterfall mit dir. Stell dir vor, ich würde jetzt nächstes Mal, wenn du hier eingeladen wärst, Alter, dann gehst du ins Wohnzimmer und da sitzt die Sekte und will dich braten. Wäre das nice. Ja, dann geht's los. Ich direkt ein Video für YouTube machen, wie wir dich auf dem Spieß grillen. General Amantep. Haben wir auch schon mal gesagt. Weißt du noch? Einfach eine Hand abschneiden auf YouTube. 1 Milliarde Klicks. So einfach ist es, Leute. Einfach, wir hätten einfach machen müssen, wie man heutzutage Wein trinkt und wir hauen uns da die Weinflaschen in den Kopf ab. Das hätte schon mehr Klicks gebracht als jedes unserer Videos. Das war die perverseste Notlösung, die wir je gebracht haben, Alter. Ja, außerdem habe ich auch gesehen, von dem Messer ist die Klinge abgesprungen, ne? Von dem großen Messer. Ich sag's nur nochmal, das ist richtig riskant, was wir gemacht haben. Wieso? Weil Splitter, selbst so kleinste Splitter können im Magentrakt schon den ganzen Magen aufschneiden. Ja klar, die werden ja nicht verdaut. Obwohl es ja so perverse Leute gibt, die einfach Glas schlucken. Also, ja klar. Ich halt hab so auf jeden Fall ja auch einen safen Cut gemacht. Ja. Aber richtig safe. Ja. Richtig gut abgemacht. Aber waren wir dann einfach vertraut? Also das war richtig nice. Geh ich mal hier runter? Ja, auch nicht. Also der Wein war der beste Wein, den ich trank. Da hinten ist so übelste Uldo. Ach, da ist doch dieser Kackboss, den man so kiten muss und der immer gebuggt hat und einen immer getötet hat. Keine Ahnung, da ist irgendwas? Ja, das ist so ein Boss, den man kiten muss. Der macht solche kleinen Minischwänze. Leopard-Skorpid. Nach der Insta können wir auf jeden Fall nochmal War Zeep rocken. Auf jeden Fall. Wenn wir dann tot sind, muss ich auch rendern, weil ich glaube, dann ist meine Festplatte voll. Hä? Boah, was eine fette Motte, Alter. Hier sind überall Schafe. Kann man eins mitnehmen? Als Haustier? Schade. Tötet ein Schaf, Alter. Er geht heute zu Märtyrer. Junge, er macht die Schafmafia. Ja gut, wir beendet los. Das BG als Shadow. Oh, Arati als Shadow, fuck. Jetzt kannst du noch tauschen. Scheiß drauf, ich zieh's durch. Ich bin der Shadow Mania. Wenn jetzt sterbe ich einfach nur die ganze Zeit, total bitter. Ich hab nicht ein Shadow Set, das ist meine Ausrede. Aha, ich kann levitieren. Nein, wie schnell einsetzbar. Szenarischer Zauberschutz. Ja. Ich muss mal gucken. Ja. Ist auch nicht schlecht. Was machst du denn? Du fliegst. Hä? Levitieren. Lass mich mal in Moonking-Gestalt levitieren. Du bist nicht in Moonking-Gestalt. Ich wusste es! Moonkins können doch fliegen. Du bist nicht in Moonking-Gestalt. Ja klar. Wollen wir einen Huni wetten? Jetzt gerade bin ich in Moonking gestellt. Du bist bei mir als ganz normaler Pelon sichtbar. Nice. Ja, Mann. Ich habe aber den Bonus Moonking gestellt, guck. Ja, den sehe ich. Aber siehste? Du bist nicht die Moonking-Person. Das ist doch irgendwie die ganze Zeit lässt du einen fahren, so sieht das aus. Tauscht das nicht? Nee. Jetzt bin ich reisegestellt. Nee. Bärgestalt? Immer noch Pelon. Katzengestalt? Immer noch Pelon. Jetzt bin ich Schlangengestalt? Immer noch Pelon. Jetzt bin ich ein Affe? Immer noch. Hä? Jetzt bin ich ein Äffchen. Jetzt bist du dein Rentier, Alter. Das hat sich geändert. Jetzt bist du auch Muni. Hier sind Kuchen, ne? Jetzt ist der Bug weg. Nimm Kuchen. Ja! Ich hab einen Waschbär aus Jade. Hast du Kuchen genommen? Ey, benutzt euren Waschbärenfreund.
Guck mal. Ey! Söckchen! Das ist ja Söckchen! Juhu! Es gibt einen Wolf, der heißt Socke. Der heißt richtig Socke. Was ist mit Söckchen, Alter? Oder ist das Söckchen gewesen? Mine, Digga. Keine Ahnung, ob es jetzt doch Söckchen war. Guck mal Söckchen an, Alter. Klar. Er schnubbelt mir hinterher. Schnubbeli. Er will Mine verteidigen. Mutz, Mutz. Hat er genug Life, Alter? Hat er genug Life? Er hat auch PvP an. Er hat 18.000 Life, Junge. Mutz, Mutz. Der kann was reißen. Mutz, Mutz. Ach, warum kann er nicht so sneaken und Leute für 10 Minuten stunnen? Wenn er den Tab verhindert, dann sag ich Smuts, Smuts. Oh, er ist tot. Boah. Er ist der tot. Wurde weggeglüft. Boah, Damage, Junge. Mach richtig viel Damage auf den Schimpansen. Oh Gott, diese Behinderung. Dass ich immer direkt in Schlaf versetzt werde und so eine Scheiße. Ja, es ist dieses Pimmelbett. Pimmel. Die haben ja jetzt auch alle irgendwie... Boah, Alter, das ist ein Hexer, ne? Ja, ich bin jetzt in Schlaf versetzt.